So, dann zeige ich euch mal das Wohnmobil von innen. Tür auf und los geht's. Da unten ist Platz für ein, vielleicht zwei Paar Schuhe. Man kann auch ohne Einstiegsstufe ganz gut rein. Schuhe aus. Und dann stehen wir schon drin. So, angegebene Höhe vom Innenraum 1,99 Meter. Wenn ich jetzt mal auf meine Augenhöhe bei 1,96 gehe, dann sieht man, geht ganz genau. Wir haben natürlich bei den Fenstern, bei den Dachfenstern und Luken haben wir natürlich noch irgendwie das Thema mit der Höhe. Und wenn man dann sich ein bisschen umschaut, da ist ja noch das Bett, was man runterholen kann. Da ist dann natürlich auch ein bisschen Platzverbrauch. Es gibt ja auch noch die Variante, wo man hier oben kein Doppelbett hat, sondern nur den einen Teil mit einem Bett. Das ist dann aber fast ein bisschen knapp, weil nämlich der Teil hier, das sieht man ja schon, dass es auch verlängert ist. Da ist der Fernseher, der ist ja in der Ausstattung Vensation mit dabei. Ja, da hat man so gerade Platz, dass da vielleicht jemand mit 1,65 Meter oder sowas liegen kann. Sonst ist das hier also der Knaus Touravan 500 MQ in der Vensation-Ausstattung mit ein paar Extras, die halt eingebaut sind. Da gibt es noch die Exklusivtür, da erzähle ich gleich was dazu. Ja, die Zentralverriegelung für Service-Stauraumklappen. Die Rahmenfenster sind eingebaut, kostet nochmal 970 Euro extra. Hinten links, also im Bettbereich, noch das Ausstellfenster als extra. Und Isofix, dass man einen Kindersitz befestigen könnte und eben dieses Slidebett, was ich gerade gezeigt habe, für zwei Personen. Und ja, das ist der Österreichpreis inklusive der Nova. Sind 24%, also 108.700 Euro für ein kleines Wohnmobil, 5,90 Meter lang auf Basis VW T61 mit dem 150 PS Motor, mit dem Direktschaltgetriebe 7-Gang und ja, eine Ausstattung, wo man im Prinzip gar nicht mehr so viel dran ändern kann, auch wenn der Transporter ja noch mehr Möglichkeiten hätte. Gut, Aufbautür. Das ist ja die Exklusivaufbautür, sprich, die hat dann auch noch das Fenster mit drin, hat da oben schick zwei so Möglichkeiten, dass man noch was dranhängen kann. Also das ist ganz gut gemacht. Hat dann noch da unten diese Tasche dran. Die ist ganz praktisch, auch wenn sie jetzt nicht riesengroß ist. Und dann gibt es halt hier noch den smarten Halter für einen Regenschirm. Ja. Eingebaut ist auch ein Fliegen- oder Mückenschutzgitter. Wenn man die Tür aufmacht, dann hält sie auch ganz gut, wenn man sie aufgemacht hat. Dann kann man das schön mit einer Hand ausziehen. Das funktioniert also ganz gut, das Mückengitter. Ist ganz cool. Muss man nur daran denken, vorm Zumachen der Tür, dass man es halt wieder so aufmacht. Ja, die Tür ganz cool, aber zwei Dinge, die gleich auffallen. Die Verdunklung. Klappert und zwar ordentlich beim Fahren. Die ganze Tür klappert beim Fahren, mal mehr, mal weniger. Und ob diese Verdunklung hält oder nicht, ist ein bisschen ein Glücksspiel oder auch die Frage, wie man ganz genau steht. Weil wir haben das schon ein paar Mal gehabt, da ist es halt einfach wieder mindestens bis zur Hälfte runtergefahren. Aber sonst keine schlechte Idee. Schön, dass man da durchschauen kann. Ja. Zum Thema Aufbewahrung hat man halt hier gleich ein paar Möglichkeiten. Hier sieht man vier Kleiderhaken. Haben wir mal eine Jacke dran gehängt. Hier oben ist so ein kleines Ablagefach. Ne? Da kann man halt irgendwie Handy oder Schlüssel oder was auch immer reintun. Und dahinter ist noch ein großes Fach. Machen wir mal ein bisschen Licht an, dass man da reinschauen kann. Also dahinter ist nochmal ein ordentlich großes Fach, wo man halt noch Sachen unterbringen kann. Ja, beim Thema, wenn man hier im Eingangsbereich ist, da haben wir gleich hier dieses Standard-Knaus-Bedienpanel, wo man halt sieht, in dem Fall ist jetzt oben links die grüne Leuchte, Landstrom ist angeschlossen. Ja, man kann hier den Wohnmobilaufbau anmachen, die Wasserpumpe einschalten. Das ist das Nachtlicht, was man halt hier mit einschaltet. Das Nachtlicht ist so ein Licht, was dann halt im Fußbodenbereich vor der Küche an und vom Bett eingeschaltet wird, dass man so ein bisschen was sieht in der Nacht. Da oben ist dann noch der Fühler für die Truma-Heizung, für das Thema Innenraum. Und hier ist dann noch der Schalter für das Außenlicht, was direkt über der Tür angebracht ist, ob man das auf Dauerlicht oder auf Bewegungserkennung einschaltet. Auf der Seite hier oben das Truma-Kombi-Panel.
Ist eine Truma 4D, also eine Dieselheizung mit drin, mit integriertem Wasserboiler. Ja, 18 Grad, so eine ganz gute Schlafeinstellung für uns gewesen. Und schauen wir uns das dann nachher mal an, was da noch so mit zusammenhängt, weil wir haben nämlich das Thema gehabt, und der Wagen ist ja ganz neu, dass der also bei dieser Heizung ordentlich raucht und qualmt. Aber das kann natürlich auch mit der Luftfeuchtigkeit und so draußen zu tun haben, muss nicht unbedingt ein Bedienungsfehler sein. Ne? Jo, wenn wir uns hier umschauen, die Küche, die ist natürlich recht kompakt, aber irgendwie auch ganz nett gemacht, weil einerseits hat man halt so das Fenster mit diesem Panel davor, also da kann man einfach schön drüber wischen. Was ein bisschen auffällig ist, ist, dass das halt teilweise echt sehr, sehr scharfkantig ist. Also wenn man da so drüber fährt, da muss man ein bisschen aufpassen oder vielleicht noch mal nacharbeiten. Kann das halt so von unten, ne, zumachen oder halt den Fliegenschutz. Und das kann man da auch wieder losmachen und wieder so. Öffnen kann man es natürlich auch, also ganz gut. Da rechts einen Viererschalter, den halt Knaus immer hat für das ganze Thema Licht. Können wir eben mal das ganze Licht anmachen. Uns mal anschauen, was da alles drin ist. Das sind ja jetzt nur vier Schalter. Fürs Bad gibt es nochmal zwei extra Leuchten, die man im Bad aktivieren kann. Und auch im Bett ist es so, da ist ja jetzt eine Bettleuchte. Und wenn man dann rüber schwenkt zum Bett, also zum Heckbett, da hat man das Thema, da hat man dann halt auf dem Viererschalter, der da ist, hat man da nochmal eine andere Belegung drauf. Darüber ist noch ein schönes Ablagefach, wo man Handy und so reinlegen kann. 230 Volt und einen Quick Charge USB. Es gibt aber auch noch an den Lampen, die man halt so per Touch anmachen kann, da gibt es teilweise auch USB dran. Also das ist irgendwie nicht an allen Lampen so. Also wenn man die hier antatscht, dann gehen die halt an. Sieht man ganz gut, dann gehen sie wieder aus. Und auf der Rückseite ist hier noch ein USB, den man halt belegen kann. Das ist ja auch ganz praktisch, wenn man da irgendwas oben in dieser Aufbewahrung reinschmeißen möchte. Also ganz gut gemacht. Ja, auf der anderen Seite oben gibt es auch nochmal diese Aufbewahrung. Und wir haben ja hier das 500er MQ-Modell. Da kann man ja anstelle des Polsters hier auch die Dusche rauffahren. Gibt es ja in vielen YouTube-Videos zu sehen. Was vielleicht viele nicht berichten, weil die oft quasi nur mal eine Vorstellung machen von den Fahrzeugen, wie das so ganz genau ist vom Komfort und so weiter. Weil man sieht das ja hier schon, man hat hier quasi einen Teil von der Matratze, hier hat man den zweiten Teil und da noch den dritten Teil. Und die sind alle ein bisschen unterschiedlich komfortabel. Wenn ich das jetzt mal hochmache, da sieht man, da ist halt ein Lattenrost drunter. Es gibt den vorderen Teil mit dem Lattenrost und den hinteren. Bei den hinteren sind die Latten natürlich deutlich breiter. Das heißt, wenn man im hinteren Teil liegt, ist es viel angenehmer von dem, wie es halt unterfedert ist. Und im vorderen Teil halt einfach härter, ne? Muss man halt wissen. Und dazu kommt, und das sieht man jetzt hier auch schön, da ist ja so eine höhere Kante. Die höhere Kante, die ist einfach dafür da, dass man da die Dusche gleich raufmachen kann. Das zeige ich mal. Und die spürt man aber durch die Polster, also durch die Matratzen, relativ durch. Das heißt, hier in dem vorderen Teil zu liegen, ist jetzt nicht unbedingt das Bequemste. Auch wenn hier hinten, wenn man das wegtut, auch nochmal ein Lattenrost ist. Aber man sieht halt, da ist halt diese ganze Holzrahmenkante. Und falls man sich wundert, ob und wie und welche Geräusche es macht beim Fahren, wir haben ja hier eine feste Duschtrennwand, die man halt quasi aus mehrteiligen Stücken installieren kann. Hier seht ihr ein Stück davon. Die ist auch hier mit eingeschnappt und befestigt, aber also da ist einiges noch an Bewegung und natürlich auch an Geräuschen möglich, wenn man halt mit dem Auto fährt. Und hinten, da geht es weiter mit dem anderen Teil der Duschwand. Und auch da ist es natürlich so, dass das halt irgendwie klappert. Und das Klappern kommt hauptsächlich von unten, nicht von oben. Ja, also das ist vielleicht zum Schlafkomfort zu wissen. Die Breite ist ja 2 Meter von dem Ganzen. Und man hat natürlich irgendwie so ein bisschen dann mit einberechnet, dass da die 2 Meter nur unten sind. Im Grunde hat man immer ein bisschen Platz, der einem fehlt durch eben die Rahmenfenster. Das heißt, hier ist natürlich nochmal Vorsprung. Man liegt ja dann doch irgendwie mit dem Kopf und mit den Füßen nicht unbedingt dort. Und ich bin 1,96 Meter groß und 2 Meter breites Bett ist dann schon grenzwertig. Hier unten sieht man auch noch schön, da gibt es so Aussparungen. Und das ist so, wenn man da reinfühlt, dann fühlt man auch vom Heizungssystem eben die Rohre. Das heißt also,
Da gibt es quasi so eine Art Hinterlüftung und Belüftung und Wärme. Das ist auf dieser einen Seite. Das ist auch auf der anderen Seite. Das ist übrigens das Fenster, was man als extra bestellt, weil das nicht als Standard mit dabei ist. Mit den Vorhängen ist ein bisschen lustig gemacht. Irgendwie sind die vom Maß her jetzt, ja, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also im Grunde passt das jetzt zum Beispiel, wenn man das mal so hernimmt und sagt, man möchte halt die Wand irgendwie damit kaschieren, passt das ja. Und das geht auch hier leicht über den Rahmen vom Fenster. Nur die zwei, die sind dann jetzt wieder nicht so breit wie das Fenster. Und das linke würde jetzt links entweder sein oder man zieht das jetzt weiter und dann übers Fenster. Also ja, so ganz hat sich mir das jetzt noch nicht erklärt, aber vielleicht kommen wir da eh noch auf ein paar interessante Dinge, die einem halt auffallen. Hier ist das ein bisschen anders, ne? Das hat natürlich auf der anderen Seite auch damit zu tun, weil ja hier diese Duschwand ist. Andererseits, warum eigentlich? Denn also warum ist da jetzt dann diese Form drin? Aber vielleicht wisst ihr das irgendwie besser oder irgendwer hat eine Idee dazu. Wir lassen das Polster ja jetzt mal raus. Das ist relativ, also ist so relativ mittelweich, weich. Hinten ist es super angenehm zu schlafen, ist auch eigentlich für eine Person breit genug. Zu zweit muss man sich wahrscheinlich streiten, wer dann hier liegen muss. Oder man braucht halt irgendwie noch einen Topper oder man muss halt dazu bestellen. Gibt es ja als Option so eine Gelauflage für diese Matratze. Ja. Das ist dann noch eine Variante. Wenn wir jetzt schauen, übrigens, wie kommt man ins Bett? Ne? Hier gibt es halt so eine Trittstufe, die man halt ausfahren kann. Die muss man halt unten quasi hier in so einer Aussparung, muss man die halt entriegeln, damit die halt irgendwie losgeht. Und dann lässt man die halt runterfallen. Da merkt man irgendwie, ihr hört das Geräusch vielleicht, ist jetzt nicht ganz optimal gelöst, aber im Grunde ist das Ding halt da drin. Und damit kann man halt leichter und schöner aufsteigen. Dahinter verbirgt sich ein Kleiderschrank, der sich auch interessanterweise schon mal so automatisch öffnet. Also das ist irgendwie nicht Soft Close, sondern Soft Spring Open oder so. Der ist aber relativ groß, wenn man da jetzt mal reinschaut. Da sind links noch so ein paar Ablagen. Und dahinter ist dann noch, das geht nicht ganz bis zum Ende von der Bordwand, sondern dahinter ist ja der Gaskasten bei dem Auto. Ja, da kriegt man halt auf jeden Fall einiges rein. Darunter, uppala, ist noch eine Serviceklappe. Wenn man die aufmacht, dann sieht man da unten, ja, würde ich mal sagen, da sieht man dann die Truma. Nein, da sieht man den Frischwassertank. So ist das Ganze. Ja, auf jeden Fall ist das ganz interessant. Nein, das ist natürlich, das ist die Truma. Ist ja logisch. So. Okay, machen wir wieder zu. Da sehen wir ein paar Leitungen, die da halt lang gehen. Also alles ganz gut und ordentlich verlegt und so weiter. Ja, einzig manche Rundungen und Bohrungen und manche, weiß nicht, warum dann X ist. Da sieht man auch schon, dass das halt irgendwie verkratzt ist und so. Also ist auch kein Soft Close, sondern springt dir halt irgendwie wieder entgegen. Aber guter großer Kleiderschrank. Hier haben wir dann ja in der Küche. Aber das Waschbecken. Der Händler hat gesagt, das Auto ist ganz neu vom Werk gekommen. So 100% wird es nicht sein, weil wir haben es nicht verwendet, das Waschbecken. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall kannst du hier das raufmachen und ups, dann fließt halt irgendwie das Wasser, wenn man das falsch hochnimmt. Das sind halt alles so Überlegungen, die waren aber bei anderen, die wir ausprobiert haben, auch schon problematisch. So, hier haben wir nochmal zwei Flammen Gas. Und ja. Alles recht kompakt, ne? Wenn es dreckig ist, kann man es da schön in die Richtung wieder wegwischen und so. Also keine schlechte Lösung. Ob es jetzt fürs große Kochen gedacht ist oder nicht, das ist ja jedem wieder selber überlassen. Ja, Gasflasche ist ja, Gaskasten ist außen zum Aufsperren. Wie schaut es sonst aus, wenn man hier die Laden, man hat zwei Laden, die sind relativ hoch, ne? Und da drin sieht man natürlich das Speer- oder Endsperrventil fürs Gas, wobei das ja quasi nur für innen ist, außen an der Flasche musst du auf und zu machen. Ja, hier haben wir für Besteck und so ein bisschen Platz, ne? Mit Soft Close. Zweite Lade ist auch noch da, da liegen jetzt ein paar Sachen drin, der Wasserfilter und so weiter von dem Fahrzeug. Auch relativ hoch, seitlich halt nicht ganz so hoch, also muss man irgendwie schauen, was man da reinpackt. Und das untere Fach, das ist nur eine Klappe, weil dahinter ist der Radkasten. Dass ihr euch wundert, dass da jetzt mal eine Decke drin steckt. Das war eigentlich der Versuch, mal zu schauen, wie das halt ist mit den Fahrgeräuschen und ob man da irgendwas optimieren kann.
weil, und das ist uns sehr negativ aufgefallen, es hat natürlich die letzten 4 Tage nur geregnet, Straßen sind nass und so weiter. Also das, was von hinten an Geräuschen kommt, ist bei diesem Auto extrem laut. Und hätte ich mir jetzt nicht gedacht bei dem Teilintegrierten, dass das so ist. Ist auch noch nicht ganz klar, wo es ganz genau herkommt, ob das jetzt der Bereich unter der Küche ist oder, gehen wir nämlich ins Badezimmer, vielleicht schauen wir uns vorher mal an. Knaus neues Fahrzeug, Tür, Eingepassung ist jetzt, naja, kann man drüber streiten. Zusätzlich vielleicht noch ganz interessant, hört mal hin. Also ist dynamisch quietschend gelagert. So, wenn man da jetzt reingeht, Licht muss halt immer im Bad anmachen. Ne? Da haben wir halt hier das Badezimmer. Da haben wir mal Licht 1 und Licht 2. Da haben wir oben zweimal Licht. Da haben wir einen riesengroßen Spiegel, den man halt schön aufmachen kann, wo man drin echt viel Platz hat, um Sachen halt unterzubringen. Ne? Und ja, ein paar Sachen könnte man auch etwas schöner konstruktiv lösen, aber das ist jetzt die Frage, was da passiert ist beim Zusammenbau. Ja, dann haben wir ja hier das Waschbecken. Wenn wir das Waschbecken nicht nutzen bzw. die Toilette nutzen wollen, auch in diesem Zustand, muss man das halt hier hochziehen und dann kann man das Waschbecken zur Seite fahren. Allerdings hat das auch irgendwie hier natürlich dann einen gewissen Anschlag. Und wenn du da am Anschlag bist und aufs Klo gehen möchtest, dann ja, und du die Tür zumachen möchtest und du so groß bist wie ich, dann ist es irgendwie sinnvoll, die Beine da in diesen Raum von der Duschtasse reinzugeben und sich dann halt für welche Geschäfte auch immer hier schön abzustützen. Und ja, dann nachher, wenn man damit fertig ist, kann man das Waschbecken ja wieder entriegeln, wieder rüberholen und dann kann man halt dort sich die Hände waschen. Auch hier alles ziemlich scharfkantig, also wundert mich ein bisschen. So, wenn man jetzt sagt, man möchte gerne duschen, da haben wir ja eben schon drüben weggenommen, dieses eine Teil von der Matratze, dann muss man hier das nach oben ziehen. Dafür erstmal hier entriegeln und zwar ordentlich zur Seite und nach hinten, dann ist das jetzt quasi lose. Und jetzt mit doch relativ viel Kraft muss man dann schauen, dass man erstmal so ein bisschen hier Platz macht, ne? Das ist nur geklettet. So, und dann kann man das nach oben ziehen. Hoppala. Wenn das erledigt ist, hier wieder einrasten. Und dann hat man eine Dusche. Was vielleicht zu bemerken ist, wenn die Innenraumstehhöhe im Fahrzeug grundsätzlich 1,99 ist, dann geht im Badezimmer schon mal durch das Podest, was halt da ist, gehen da schon mal einige Zentimeter verloren. Und in der Duschtasse kommt im Prinzip nach unten wieder was dazu, ne? Weil die ist tiefer als der Boden. Aber gleichzeitig gibt es halt hier oben dann doch noch so einen Absatz. Also sprich, ist ja auch kein Wellnessbad. Ne? Aber ist schon ganz cool gemacht. Im Grunde ist hier natürlich dann auch diese ganze Frage, was das Auto für Geräusche macht, wenn man in Kurven fährt und so. Also das ist die ordentlich festgemachte. Also hier ist jetzt nichts vergessen worden. Duschabtrennung. Da unten gibt es ja auch noch einen und da sieht man dann auch, was die Geräusche macht, ist halt das unten. So, aber sonst ist natürlich super, dass man da jetzt nicht nur irgendeinen Vorhang hat, sondern das, man hat halt den Radkasten da drin. Die Frage ist halt eben beim Fahren mit den Fahrgeräuschen, ob das dieser Körper, dieser Raum ist, der dann halt noch ordentlich laut wird nach vorne. Da werde ich euch nachher mal mitnehmen auf eine Probefahrt und da werden wir mal schauen, wie sich das über das Mikrofon anhört. Hier ist nochmal eine Möglichkeit, was aufzuhängen, ne? Und also eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Und ja, also Bau zurück. Funktioniert wieder so, dass man halt hier das Ganze rauszieht und lose macht. Den Griff hier nimmt und runterzieht, dann sieht man schon, da hinten kommt das Bad zum Vorschein, die Schlafmöglichkeit. So, das Ganze zurück. Da bleibt so ein Spalt, ne? Und auch diese Beleuchtung, da ich die Bad- oder Duschbeleuchtung ist, die ist dann halt nachher außen zu sehen. Das muss man einfach wieder, muss man das wieder dran drücken. Dann hat man quasi die Wand mehr oder weniger wieder geschlossen. Wir machen mal das Licht wieder aus. Haben wir schon das ganze Badezimmer gesehen. Nach oben ist ein mit Mückenschutz, aber mit fixem Mückenschutz versehene Klappe. Also kann ich natürlich nach oben machen. Machen wir jetzt nicht bei Regen.
ist da drin, so, die Leiter, um zu dem oberen Bett zu kommen. Die ist hier schön in der Tür quasi festgemacht. Hier unten ist so eine Schnalle, mit der das Ganze befestigt ist. Oben ist sie halt eingehängt. Also das funktioniert ganz gut, macht auch keine Geräusche. So, Tür wieder zu. Hier schaut es wieder alles normal aus. Hier sehen wir nur rein ins Badezimmer. Einfach mal dagegen drücken. Ist jetzt nicht 100% passgenau, aber was soll man machen, ne? Und dann können wir halt hier wieder das Polster drauf tun. Und da muss man halt irgendwie schauen. Also, ich glaube, es ist nicht die geräuschminimierendste Variante. Wenn da quasi einer drin sitzt, sich wäscht oder was anderes macht, wird das sicher etwas mehr noch nach außen klingen als in sonstigen Mobilen. Ja. Stauraummäßig, also ist natürlich hier hinten nicht schlecht. Drei große Klappen. Jetzt muss ich mal schauen, wie wir da drauf kommen. Also machen wir nochmal hier die Stufe runter, nach oben ziehen. Vielleicht etwas nach hinten ziehen, damit es nicht am Schrank schrabbelt. Dann mal hier oben drauf. So, was ist jetzt interessant hier? Das sind also ordentlich große Kästen. Da passt was rein. Die haben jetzt keine Zwischenböden oder so, aber die sind ordentlich tief. Also da kann man viel Kleidung drin unterbringen. Kleines Detail, auch wenn es vielleicht etwas gemein ist, aber hier sind ja diese kleinen Gummipuffer dran. Die haben ja eigentlich die Aufgabe, ne? Soft Close und so, dass es halt nicht einfach zufällt, sondern dass die das so ein bisschen abpuffern. Was passiert hier? Geht ja ganz gut zu, ne? Alles ganz gut. Nur die Gummipuffer, die schlagen überhaupt nicht an dem ganzen hinten, sondern die sind unterhalb angebracht. Also, wenn wir uns das Ganze jetzt von unten anschauen, dann sehen wir das auch, dass im Prinzip die ganzen Anschläge von diesen Gummipuffern, die gehen halt nicht aufs Holz, sondern die sind halt alle unterhalb, bis auf hier, bei diesem Schrank. Hier vorne passt es. Da alles andere passt nicht. Also irgendwie hat man da ein bisschen nicht so gut mitgedacht oder mitgearbeitet und dann entstehen halt auch möglicherweise da irgendwelche Abstände, Spaltmaße, dass das halt nicht passt und so weiter. Aber ist sicher alles verschmerzbar, nur gedacht ist es sicher so nicht und vielleicht muss man da ein bisschen nacharbeiten. So, hier oben, ne, haben wir eine schöne Dachluke, die man halt öffnen kann. Die ganzen Sachen habe ich schon gezeigt. Hier drunter ist ja ein LED. Hatten wir auch die Möglichkeit anzumachen. Wenn wir jetzt mal schauen, wir gehen hier auf Bett 1. Das war das Licht, was wir schon hatten. Bett 2. Und jetzt haben wir hier eine wunderbare, schöne Ambientebeleuchtung. Da hinten auch Ambiente. Also vom Licht her ganz toll. Jetzt machen wir noch das große Licht mit an, das ist dann oberhalb vom Kasten. Also schön, stimmig, cool gemacht. Hier diese Polster und so, das ist halt beim Vansation mit dabei, so ein Set. Das nehmen die meisten, glaube ich, in dieser Orangefarbe. Zwei Decken, zwei breitere, zwei kleinere Polster. Ja, was man ein bisschen hört, wenn man es hört, ist, dass der Regen aufs Dach prasselt. Ist ja GFK-Dach, also hagelreduziert. Ein paar Sachen, die einem halt auffallen, ist, dass das Bett hier an der rechten Seite zum Bad hin kürzer ist, also mit dem Vorsprung. Nicht nur das Fenster, was da halt ist, sondern auch dieser Vorsprung. Hier ist ja der Mechanismus, womit man halt die Dusche nach oben holt. Und Leuchten, also solche Beleuchtungsmöglichkeiten, dass du was lesen kannst oder so, gibt es halt auf der Seite nicht. Das heißt, irgendwie ist vorgegeben, dass man mit dem Kopf auf dieser Seite liegen sollte, weil man halt hier die Leuchten schön halt irgendwie so einstellen kann, wie man das Ganze halt haben möchte. Ja, hier sind die auch so verschiebbar, dass man das halt ein bisschen schön macht. Hier nochmal diese Hinterlüftung. Es gibt auch an der Seite hinten nochmal umhergehend etwas, aber da sind jetzt keine Lüftungsauslässe oder sowas mehr dran. Die Wand ist schön weich, also im hinteren Bereich zu schlafen, sehr angenehm. Gut, brauche ich nicht sagen, dass da oben Mückengitter und auch Verdunklung möglich ist. Also das ist
ist halt so. Haben wir schon da reingeschaut in den Schrank. Das ist quasi der Küchenoberschrank. Der hat also rechts hier eine Unterteilung. Da kommt eigentlich relativ viel, müsste da reinpassen, nachdem wir gesehen haben, dass unten drunter eher etwas wenig Platz ist, dadurch, dass der Radkasten da ist, ist das, glaube ich, ganz gut. So, wenn wir weiterschauen, vielleicht ein Detail, ne? Die Badezimmertür geht trotzdem auf, auch wenn die Stufe, also dieser kleine Tritt ausgefahren oder runtergelassen ist, nur du kommst halt nicht an deinen Kleiderschrank hier unten dran, aber ist ja kein großes Ding. Was ist hier in dem Bereich und warum liegen da irgendwelche Tücher, erzähle ich gleich. Hier ist dann noch der Kühlschrank ist ja Vitrifrigo, guter Kühlschrank mit Nachtabsenkungsfunktion, dass er ein bisschen leiser ist. Ist ja ein Kompressorkühlschrank. Oben mit dem Eisfach, da kommst du aber nur dran, wenn die Tür, also die Aufbautür offen ist. Also das ist jetzt das Maximum, was so geht. Im Grunde ist der sehr tief. Da passt, glaube ich, eine ganze Menge rein. Der ist auch so im Normalmodus, jetzt finde ich, nicht allzu laut. Wenn man den jetzt noch auf den Schlafmodus macht, also sprich da länger festhält, dann soll er oder wird er etwas weniger kühlen. Ja, es gibt noch einen Turbo-Modus, ne, wenn man halt loslegt, dass er halt schnell kalt wird. Im Grunde, wir brauchen jetzt nicht mehr, kann man abschalten. Dann wird es ganz leise. Vielleicht hört man jetzt schon so ein bisschen Hintergrundgeräusche. Das ist, wenn da Autos oder so vorbeifahren an der Straße, etwa 10 Meter entfernt. Ist halt natürlich so mit den Fenstern. Es sind hier schon ja die Rahmenfenster drin, also die bessere Variante. Also auch hier in der Dinette haben wir da natürlich schönes Fenster. Auch da wieder mit diesen seitlichen Vorhängen. Und hier kannst du noch was runterlassen. Also das ist, ja, maßtechnisch einfach irgendwie ein bisschen die Frage, hier hat man Abstand zum Rahmen, wenn man da ganz außen ist. Wenn man hier versucht, nach ganz außen zu gehen, dann hat man hier wieder zu wenig. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Und dann auch so ein bisschen wieder ein Detail, wenn man hier schaut. Hier haben wir wieder so eine Lampe, die man halt anmachen kann mit Touch. Da gibt es auch ein USB dran. Hier gibt es nämlich so, hier gibt es so verschiedene Auslässe, wo man die USBs hinmachen kann. Jetzt wäre hier natürlich relativ viel Platz. Wo hat man den USB-Auslass hingemacht? Auf die Rückseite. Da ist es halt irgendwie schon schwieriger. Gut, hier hat man aber dann da oben noch einen weiteren USB und noch eine 230-Volt-Steckdose, die man dann auch von oben nutzen kann, wenn man das Bett macht. Das zeige ich gleich. Hier hat man dann auch noch so ein Fach, so eine Tasche, wo man halt was reintun kann. Hier hat man noch eine Ablage, wo man was hinlegen kann, auch mit einem Rausfallschutz. Also eigentlich schon ziemlich viele Möglichkeiten. Und ja, das ist der Teil. Hier drüber großes Dach, auch mit Beleuchtung, wieder mit Mückenschutz und so weiter, ist zum Kurbeln. Der Fernseher, der gehört zum Vensation-Paket mit einer automatischen Satellitenanlage. Die macht natürlich den Aufbau vom Fahrzeug noch ein bisschen höher. Also der ist ja dadurch um die 3,10 Meter, 3,15 Meter sowas dann um den Dreh. Je nachdem, wo man genau misst. Ich habe nicht genau nachgemessen. Im Auto lag noch das hier. Gehört sicher irgendwo noch hin montiert. Ihr seht jetzt auch, da ist jetzt mal ein Sitz gedreht. Dieses Sitze drehen ist natürlich durch das Führerhaus mit einem VW T6 schon ein bisschen schwierig. Also schwieriger auch, weil das natürlich begrenzt ist vom Platz her, den man halt hat. Aber das ist halt so, teilintegrierter, ne? Da, wo der Übergang ist zum Fahrerhaus, wird es natürlich enger und auch etwas weniger hoch. Was bringt das mit sich? Dass man ein bisschen aufpassen muss, wenn man da reinsteigt. Man muss sich so ein bisschen so durch die Geschichte durchzirkeln, weil der Tisch, der geht ja relativ weit vor. Das heißt, man muss halt an dem Tisch vorbei mit dem Bein und zwischen den Sitzen lang. Der Sitz muss natürlich nicht so stehen. Der steht ja auf einer Drehkonsole, also da kann man schon irgendwie schauen. Man kann da beide natürlich auch umdrehen. Und ja. Wenn wir jetzt schauen, ganz kurz auf die Sitzbank, die ist eigentlich recht bequem, kann man super drauf lesen. Ist auch hier, ne, bisschen geht es da hervor. Das ist so die Standardpolsterung, man kann auch den Teil hier einfach wegnehmen. Da sieht man, da fallen dann halt auch die Gurtschlösser da quasi rein. Ja, ist einfach aber effektiv gemacht. Hier unten sieht man dann schon gleich den Blick zur Serviceklappe. Da sind ja alle Sachen zusammengefasst, an die man rankommen muss von außen, Wasser, Strom und so weiter. Jetzt tun wir das wieder da rein, also angenehm bequem zu sitzen.
Der Tisch, finde ich, hat eine gute Größe, kommt man gut drunter. Ich sitze besonders gut, wenn ich mich hier auf die Bank setze, weil wenn ich mich drüben hinsetze, dann ist mir eigentlich der Tisch fast zu hoch. Jetzt gibt es unterm Tisch noch die Möglichkeit, das auszuziehen. Dafür gibt es eine Entriegelung, die man einfach runterzieht und dann kann man den Tisch entsprechend bewegen. Ist natürlich mit einer Hand etwas schwierig, aber vielleicht kriegen wir das auch noch hin. So, dann kommt der Tisch halt hier raus und selbst wenn man da sitzt, kann man ihn halt wunderbar ausziehen. Und ist auch gar nicht so schlecht, den so ein bisschen weiter dahin zu geben. Dann hat man quasi für den Beifahrer eigentlich einen ganz guten Tisch. Der Beifahrer kann ja seinen Sitz auch noch ein Stück nach vorne fahren. Also ist eine ganz gute Variante. Der hat unten einen Tischbein. Ist jetzt noch ein bisschen Folie rundherum, ne? Ist ja vom Händler das Auto. Und er hat uns das ja mal zum Testen gegeben. Ja, das ist ganz positiv. Ich tue jetzt das Teil mal wieder weg. So, Drehsitze überhaupt. Ne? Zum einen das Einsteigen, man muss sich halt bücken, das ist halt so. Die Sitze haben ja an beiden Seiten haben die Armlehnen und man sieht schon, da muss wohl irgendwer, der es vor uns probiert hat oder schon am Werk rumgebastelt haben oder halt irgendwie schlecht irgendwas gedreht haben oder so. Dann passiert halt sowas schnell bei so einem kleinen Ding. Und hier sieht man es auch, wenn ich jetzt einfach nur so drehe, dann stehe ich halt an. Ich muss also dementsprechend schauen, also bei dem Wagen mit der Drehkonsole, da dreht sich halt eben das Teil mit dem ich die Sitzverstellung mache. Jetzt komme ich problemlos vorbei, komme auch da vorbei und dann rastet er auch ein. Hier unten habe ich die Möglichkeit quasi die Raste loszumachen. Vernünftige Drehkonsole, gut gemacht. Ist aber auch so, das ist jetzt nicht wie zum Beispiel im MAN, TGE oder so, dass die Handbremse runterfällt, sondern die bleibt stehen, wenn ich sie angezogen habe. Das heißt, da muss ich schauen, ob ich mit der Sitzkonsole drüber fahren, mich drehen kann oder ob ich die Handbremse lösen muss. Und normal muss ich sie dafür lösen. Gut, das ist mal der Teil. Generell vielleicht für große Leute sitzen, fahren. Wir haben links und rechts eine Armstütze. Also für mich sind die zu tief, viel zu tief. In einem TGE oder Crafter sind die Armstützen anders, höher angebracht. Da sind sie viel passender. Hier beim T6 passt es halt irgendwie nicht so gut. Ist natürlich immer eine Frage, ne? Wie lang sind die Beine, wie lang ist der Oberkörper und so weiter, aber passt halt nicht so gut. Von der Höhe her vom Fahrzeug ist es bei mir so gerade ausreichend. Also sprich, wir haben da oben ja quasi diese Konsole, die verjüngt sich dann noch ein bisschen nach oben hin. Das reicht. Also wenn man gerade drin sitzt, ist es für mich ausreichend, 1,96 Meter. Aber hängt wahrscheinlich auch wieder davon ab, langer Oberkörper, lange Beine, wie auch immer. Dann, wo wir gerade von Länge sprechen, wir haben ja die Möglichkeit, auch noch ein langes und großes zweites Bett hier rauszuholen. Und das ist eben hier oben fest eingehakt. Vielleicht schauen wir noch mal vorher, wenn das einerseits ist das hier die Verdunklung von vorne, von der Windschutzscheibe. Das sind die Seitenverdunklungen, die werden per Magnet eingeklipst. Wenn man sich das hier anschaut, dann hat man halt hier einen Teil Matratze. Das ist dann der vorne ist. Der ist nicht unterfedert oder so. Und auch interessant, wenn das wirklich so ist, dass der frisch vom Hersteller kommt, dann frage ich mich bitte, wo solche Sachen hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da sind halt vollen Kratzer drin. Da auch ein tiefer Kratzer. Hier auch Kratzer. Also echt ganz schön arg, wenn das so vom Hersteller kommt. Das weiß ich natürlich nicht, weil vielleicht war das auch der vor uns das genutzt hat. Aber so sollte es ja eigentlich nicht sein. Gut, wie komme ich jetzt an dieses Bett dran? Wir haben ja ein 5,90 Meter Auto. Wir haben halt hinten das große Bett. Das haben wir schon gesehen. 2 Meter in der Länge. Die Breite ist ja so ein bisschen unterschiedlich. Hier gibt es quasi den schmälsten Teil, aber da haben wir da eigentlich 1,40 Meter fast, was das ausgeht. So, und hier müssen wir einfach die beiden losmachen. Das ist quasi die Sicherung und dann gibt es halt hier so einen schwarzen Hebel, den man zieht. Irgendwie muss da irgendwas sogar noch ganz Spitzes dran sein. Aha, schaut mal, da ist eine ganz schön arg.
Also da ist ein Seil, Metallseil. Da hat nämlich heute meine Frau reingegriffen, als sie das Bett zusammenbauen wollte. Das hat ihr ziemlich wehgetan. Ja, ne? Vielleicht vom Werk her nicht ganz optimal gemacht. So, wie kriege ich jetzt das Bett da raus? Also wenn ich das hier quasi losmache, grundsätzlich, dann kann ich das Bett nach unten ziehen. Also das geht ganz leicht. Dafür muss man eigentlich nichts tun. So, dann fährt das da ups, hier raus. Und jetzt sieht man, da stehen wir irgendwie erstmal an. Es ist noch nicht festgemacht. Also Polster nach vorne schieben. Jetzt mal in die Position. Jetzt ist es aber immer noch nicht fest. Also man kann es quasi noch bewegen. Und jetzt haben wir hier wieder den schwarzen, nur von der anderen Seite. Wenn ich den jetzt ziehe, dann kann ich quasi den Rest ausklappen. Und jetzt ist es fest. Hier sehen wir auch schon wieder, es gibt also durchgängig zwei Lattenroste. Bis eben vorne, wo ich gesagt habe, das feste Polster oder das Polster liegt dann am festen Boden. Es gibt auch, das haben wenige gezeigt oder noch keiner bisher in irgendeinem Video, dieser Rausfallschutz, der ist dreiseitig. Also es gibt an der Seite, da links beim Fernseher, gibt es einen Rausfallschutz. Da seht ihr das schwarze Gitter, was da ist. Und ihr seht jetzt auch, oben links ist so ein Schnapper und ein zweiter Schnapper. Übrigens das da vorne, ne? Wenn das so vom Werk kommt, dann herzlichen Glückwunsch, ne? Also, dass die Verdunklung und der Insektenschutz da so runterhängt. In der Mitte sieht man vielleicht, da ist schon irgendwie noch eine Aufhängung oder eine Aufnahme dafür, selbst wenn man das da einklipst. Also da links muss irgendwas abgerissen, abgebrochen oder nicht richtig montiert worden sein. Gut, war jetzt fürs Ausprobieren nicht so schlimm. Wir waren beim Rausfallschutz. Wir haben den Rausfallschutz an der linken Seite. Wir haben den Rausfallschutz an der rechten Seite. Das heißt, da habe ich den auch nochmal drin. Der wird hier festgemacht und der wird da vorne festgemacht. Passt jetzt nicht hundertprozentig. Also da hat man irgendwie, ja, aber es geht. Es funktioniert, sagen wir es mal so. Und dann haben wir noch hier den Rausfallschutz. Der wird halt da und da festgemacht. Dann kann eigentlich nichts passieren. Dann gibt es zwar ein paar Lücken halt hier und so, aber da kann keiner rausfallen. So, was mache ich jetzt? Ich nehme die Matratze her, lege die da rein, muss die dann hier rundum tun. Und da ist schon ein bisschen so ein neuralgischer Punkt. Das ist, glaube ich, relativ egal, dass das da in der Küche dran ist. Außer, wenn man dann schaut, hier ist ja der Reißverschluss, ne? Vielleicht auch nicht so gut, wenn man da einfach immer drüber fährt. Und hier ist dann natürlich noch der Fernseher, ne? Also besser irgendwie noch mal ein Stück vor das Ganze, muss man aber groß dafür sein. Und dann umklappen und dann nach hinten ziehen. Und an der längsten Stelle hat man wohl jetzt 1,94 Meter und Breite 1,40 Meter. Also das ist nicht klein. Von der Höhe her reden wir davon, dass wir so circa 50 cm an der hohen Stelle haben. Nach vorne wird es natürlich weniger. Aber für Kinder oder für eine Person, auch für einen Erwachsenen, super. Für mich wäre es zu klein. Ich bin da drin gelegen. Ich konnte mich auch drin umdrehen und so. Das funktioniert. Aber irgendwas schaut dann raus oder ist eingeklemmt oder so. Weil natürlich da vorne, wenn man nicht so groß ist, vielleicht interessant, da vorne mit dem Kopf zu liegen. Eben weil man hat halt den tollen Ausblick nach oben. Andererseits ist halt oft so, ne, dass man doch irgendwie wieder mit dem Kopf zur anderen Seite liegt. Und dann da die Füße reinpackt. Also da kann man dann schon recht gut die Tiefe nutzen. Aber du darfst halt hier auch kein Riese sein. Für meine Frau mit knapp unter 1,70 Meter hat das super gepasst. Die hat gesagt, das war sehr gut. Und zum Schlafkomfort hat sie gesagt, besser als im Hotel. Und das ist natürlich schon mal ein ganz gutes Zeichen, wenn man sich das so denkt. Ne? Gut, das machen wir mal wieder weg. Habt schon gesehen, diese Schwachstelle irgendwie da vorne. Das ist natürlich echt doof. Um es wieder einzufahren, einfach wieder an dem Teil da ziehen, dass das halt entriegelt ist. Und dann quasi nach unten drücken, ganz leicht. Und jetzt das Ganze vorwärts fahren. Jetzt sieht man schon, wäre natürlich gut, wenn man dann doch hier das nach hinten holt. Aber im Grunde eine einfache Lösung. Jetzt die beiden einklipsen. Sache erledigt. Ja, oben Strom, Handy aufladen und so hat man, weil man kommt ja an diese Steckdosen ran. Man kann natürlich da oben Fernseh schauen, man kann den Fernseher auch hier hinten entriegeln, an dem Knopf einfach nach oben ziehen und dann kann man den Fernseher in alle Richtungen bewegen, also auch so schwenken, dass der quasi vom Heckbett aus zu sehen ist.
Natürlich muss man an eins denken, ne? Wenn man jetzt sagt, man schläft da oben und will dann vielleicht auch mal ins Bad, dann ist ja die Leiter da drin. Und das ist schon genug Aufwand, dass man sich da quasi ausfädelt, um da runterzukommen, um dann halt ins Badezimmer zu gehen. Um ins Bad zu gehen, muss man halt die Leiter wieder aushängen und halt zur Seite stellen. Das funktioniert aber. Wenn da jetzt noch der Fernseher im Weg wäre, der ist ja genau vor dem Ausstieg. Also das wäre schon irgendwie ein bisschen schwierig. Was vielleicht auch noch ein Thema ist, ist natürlich, kann ich da noch drunter sitzen, wenn das Bett aufgebaut ist. Also bei mir ist es so, dass ich auf der Bank nicht mehr sitzen kann, weil einfach zu wenig Höhe da ist. Also nur sehr, sehr eingeschränkt. Vielleicht jemand, der kleiner ist, kann da sitzen. Aber man kann ja auf dem umgedrehten Fahrer- oder Beifahrerstuhl sitzen, weil dort hat man ja die Höhe, die bleibt ja immer gleich. Wenn ich aber das Bett runter mache, das sieht man vielleicht auch dort ein bisschen, dann geht es halt hier noch so ein genau das Stück tiefer, was halt das Sitzen sonst unmöglich macht, ne? Aber gute Lösung. Es geht auch, wenn man jetzt sagt, man will halt irgendwie raus aus dem Heckbett. Man kann halt einerseits, man kommt ins Badezimmer rein, also das ist möglich. Und das andere ist einfach, wenn man sich halt ordentlich runterbückt und darunter herkriecht, dann kommt man problemlos zur Tür. Da bleibt ja auch dieser Spalt und kann halt rausgehen, kann auch wieder reingehen, muss halt sich halt irgendwie einfädeln, ne? Also das ist alles überhaupt kein großes Problem. Wir waren ja kürzlich mit dem Knaus Boxdrive XL unterwegs. Das ist der da. Und der hat eigentlich, obwohl das im Prinzip nur ein Kastenwagen ist, hat der eigentlich eine ähnliche Idee vom Grundriss her, Heckbett und oben dieses Bett zum Runterklappen oder rausfahren. Ist auch 6 Meter lang, also der hier ist ja 5,90, der große ist 6 Meter, der ist allerdings auf Basis eben von einem VW Crafter bzw. eigentlich ein MAN TGE. Vielleicht da kurz, was die Unterschiede angeht. Ein Unterschied ist, dass die Höhe über dem Bett, was man rausfährt, die ist viel weniger hoch. Also es ist schwieriger, sich da halt umzudrehen und so weiter. Und es war, zumindest nach unserer Erfahrung vom Schlafen oben, nicht so komfortabel. Und die andere Sache ist, ist auch kleiner. Also der hat dann nicht so viel Platz. Das liegt natürlich dran, weil bei dem dann in dem oben auf den Crafter oder TGE aufgebauten Dachbereich, das ist so ein GFK, was da drauf ist. Das geht aber auch ein bisschen zusammen, ist alles windschnittig, wie die Außenform halt ist vom TGE und Crafter. Da ist dann weniger Platz drin, dass das Bett dann auch nur 1,20 m, glaube ich, breit gewesen. Und wie gesagt, gerade die Höhe war da das Ausschlaggebende, also es war nicht so hoch. Dann war irgendwie ein bisschen nervig die Leiter, die der TGE hatte, weil die hier jetzt, die hat man ja gesehen, also im Bad ist die ja drin, das ist eine einteilige Leiter, von oben bis unten ein Stück. Im TGE war die zweiteilig, also da war im Prinzip auf einer gewissen Höhe war so ein Gelenk drin. Und dann konnte man die halt hin und her bewegen. Und diese Leiter musste man quasi, wenn man die rausgenommen hat, um halt irgendwie runterzukommen vom Bett und irgendwas auch immer dann zu erledigen, musste man die dann rausnehmen und wieder zusammenfalten und irgendwo hinweg tun. Die Leiter hier in dem Fahrzeug, die nimmst du einfach zur Seite, legst die oder lehnst die halt irgendwo an und die Sache ist erledigt. Also das ist vielleicht ein Unterschied. Ein anderer Unterschied ist gewesen, dass eben der Tisch, der drin war, den kann man auch ohne Bein verwenden. Also der ist so an der Seite eingehängt und abgestützt gewesen. Das ist hier nicht möglich, wie ich das sehe. Dann gibt es ja verschiedene Konfigurationen von dem Knaus 600er, dem großen, auf Crafter, wo man halt anscheinend auch die Sitzbank auseinander noch um 10 cm rausziehen kann, dass man ein bisschen besser sitzt. Gibt es hier nicht. Dann ist es so, dass dieser Durchstieg nach vorne, der ist beim Kastenwagen natürlich einerseits genauso breit wie der Rest vom Fahrzeug. Also hier wird es ja breiter durch den teilintegrierten Anbau. Der ist beim Crafter breiter, das Fahrerhaus ist breiter. Also das heißt, das Drehen der Sitze ist auch einfacher. Wobei die Sitze auf anderen Konsolen drauf sind. Also hier, das sind glaube ich Agouti-Konsolen, also gute Drehkonsolen. Die vom VW sind anders gemacht, mit dem Vorteil, dass wenn die Handbremse gezogen wird, die fällt ja wieder runter, kannst also immer den Sitz drehen. Du hast halt mehr Breite im Fahrerhaus, das heißt, es ist leichter, die Sitze zu drehen, wobei empfohlen wird, dass man dafür die Türen öffnen soll beim Crafter. Aber der Durchstieg von der Höhe her ist natürlich ein ganzes Stück höher. Also sprich, beim Crafter habe ich hier nicht diese Linie,
Da ist auch das Bett ein ganzes Stück höher, weil das ja quasi oben im Dach drin ist. Da kann man leichter durchsteigen, man hat mehr Breite. Andererseits war vielleicht aber negativ auch zu sehen, wenn man jetzt anschaut, wie dieser Durchstieg gestaltet ist, dann sieht man hier, dass halt so ein Riffelblech, das quasi direkt anschließt an den Wohnraum. Bei dem Crafter war da genau so eine Lücke von vielleicht 1,5 Zentimetern, wo halt gerne jeder Dreck und alles reingefallen ist. Das war jetzt nicht unbedingt nur positiv, auch wenn man mehr Platz hatte, natürlich dann irgendwie dazwischen durchzusteigen, da vorne Sachen abzulegen und so weiter, hatte das aber auch Nachteile. Grundsätzlich vom Cockpit her ist der Crafter natürlich, wie ich gesagt habe, breiter, also quasi um die Breite, dass zum Beispiel rechts und links dann nochmal extra Becherhalter Platz hat, bevor dann die Türen kommen. Und du hast dann da also auch mehr Platz insgesamt, fährt sich aber weniger automotiv. Also der hat sich schon sehr gut gefahren, der TGE mit 177 PS und 8-Gang-Automatik hatten wir den. Hat durch die 8-Gang-Automatik auch nochmal ein bisschen besseres Drehzahlniveau als hier der 7-Gang-DSG. Aber ist halt irgendwie was anderes. Also der ist mehr Transporter-like gefahren, das muss man einfach so sagen. Der hier ist da ein bisschen cooler, wobei der Motor im Prinzip ja das gleiche ist. Hier haben wir 150 PS, in dem Crafter TGE hatten wir 177 PS, beides 1,9 irgendwas Liter Maschinen, die übrigens, wenn sie wenig belastet werden, also wenn man wenig Gas gibt, dann sind die super schön ruhig und leise. Die Automatik und DSG-Getriebe sind auf niedrige Drehzahlen ausgelegt, also sehr angenehm. Wenn man ordentlich Gas gibt, dann wird er schon sehr, sehr, sehr kernig und sehr, sehr, sehr laut. Also das muss man sagen, da hat er zwei Gesichter, die er zeigt. Was vielleicht nicht ganz uninteressant ist, das sehen wir nämlich jetzt schon hier, links die Spiegel und rechts. Hier sind natürlich Spiegel dran für einen Teilintegrierten, die halt etwas weiter ausladen. Einerseits flattern die natürlich recht ordentlich im Fahrtwind. Also man hat mal schon ordentlich Bewegung drin. War beim Crafter TGE anders. Und vom Einstellbereich her sind die für mich eigentlich nicht ausreichend. Ich sehe sowohl vom Höhenwinkel, wenn ich reinschaue, als auch von dem, was man halt seitlich vom Fahrzeug sieht oder dran vorbei sieht, sehe ich zu wenig. Die haben eine elektronische Einstellung, also sprich, ich kann sie von innen, vom Fahrer aus, links, rechts und so weiter, aber es ist halt begrenzt, was damit möglich ist. Ja, das muss man halt wissen. Also da waren die TGE und Crafter Spiegel deutlich besser, zumal die auch noch so einen unteren Teil hatten, der immer schön unten gezeigt hat. Also da konnte man sich sehr sicher fühlen beim Fahren. Hier bei dem ist es nicht so übersichtlich. Was gut ist, ist, dass die Spiegel hier aber auch beheizt werden können. Das braucht man auch, wenn's feucht ist. Die werden auch relativ schnell wieder trocken. Also das ist ja positiv. Trotzdem braucht man aber, und das war der Grund, warum ich da so Tücher hatte, man braucht halt Tücher, weil eben gerade die Scheibe im vorderen Teil, die ist sofort nass und da rinnt auch alles runter. Und zwar kommt das daher, weil natürlich der Vorderbau so die Hälfte der Scheibe schön trocken hält, aber die andere Hälfte, da ist halt viel Feuchtigkeit drauf. Also musst du da halt einmal drüber wischen. Ne? Das ist halt so, kann man nichts dran ändern. Sonst in den Taschen und Türen, da ist schön viel Platz. Oben ist auch noch ein Becherhalter, sind auch noch zwei Ablagen beim T6 jetzt. Der hat im Prinzip das gleiche Navigationssystem und alles gehabt, was wir auch im TGE hatten. Unterschied ist, hier gibt es jetzt bei den Assistenten quasi eine eingeschränkte Anzahl nur an Möglichkeiten. Er hat das ACC, also den Abstandstempomaten, der funktioniert wunderbar. Der hat auch irgendwie die Müdigkeitserkennung, also das hat er auch drin. Er hat einen Fernlichtassistenten, er hat hier auch das LED-Licht verbaut, also das ist sehr positiv. Was er nicht hat, der hat kein Lane Assist, also der hält dich jetzt nicht in der Spur drin. Der hat keine Erkennung der Geschwindigkeiten, also sprich, der liest die Schilder nicht ab. Das sind halt alles so ein paar Komfortgeschichten, die der halt nicht hat, die auch nicht dazu bestellbar sind. Das ist halt so, ne? Hat sicher mit dem Thema Abgasnormen und so weiter zu tun. Da hat man sich halt wohl Gedanken gemacht, was ist möglich oder was nimmt man in das Auto rein und was nicht. Diese Vensation-Ausstattung hat ja das, was geht, hat sie drin. Hat halt hier auch eben das 7-Gang-DSG, hat eine Klimaanlage, aber halt eine manuelle Klimaanlage, keine Klimaautomatik, keine mehreren Zonen, die halt da drin sind. Ne? Das ist halt einfach so. Ansonsten CarPlay und Android Auto funktioniert problemlos mit den Autos. Also alles ganz gut. Und vom Fahrkomfort her gegenüber dem TGE wirklich nochmal deutlich
besser. Also er fährt sich einfach viel mehr wie ein Auto. Vom Beschleunigen her, so auf Stadt- und Landstraßengeschwindigkeit problemlos, also kein Sportwagen. Man merkt natürlich auch ein bisschen das Gewicht, aber überhaupt nicht schlimm. Er federt auch ganz gut. Also man hat nie das Gefühl, dass man hier mit unsicher unterwegs ist. Und das vielleicht auch zum Unterschied zu dem TGE, der war dann doch deutlich mehr Transporter-like, also hatte natürlich auch größere Räder und so weiter, war zwar gefühlt übersichtlicher, aber fuhr sich dann doch etwas weniger wie ein normales Auto. Vom Platz her waren die ja ähnlich, nur eben, dass der TGE hinten auch ein Transporter gewesen ist. Das heißt also, der hatte keinen breiteren Aufbau und dadurch war das Bett, was da hinten drin war, nur 1,94. Und das war dann eben in so Ausbuchtungen drin. Also der Transporter ist ja gar nicht so breit gewesen. Da waren dann halt also Ausbuchtungen an den Seiten und es gab halt nur das Dachfenster und hinten zwei Fenster. Diese Ausbuchtungen an den Seiten, die waren halt hart ausgeformt. Das muss man halt auch wissen. Das heißt, selbst wenn man da die Füße oder so reintut, das fühlt sich halt etwas nicht so angenehm unbedingt an. Beim Kopf war es relativ egal, weil das Kopfkissen so ein bisschen Platz noch braucht über dem Kopf. Aber für jemanden wie mich war hieß das quer oder ziemlich quer drin schlafen, wo es hier recht gerade geht und gemütlicher ist. So, ich habe jetzt mal die Temperatur höher gestellt von der Standheizung, damit wir mal hören, wie die sich so anhört. Also ich habe jetzt sagen wir mal 21 Grad eingestellt. Man sieht an dem blinkenden Symbol, dass sie jetzt arbeitet oder hochfährt. Wir haben halt die kleinste Stufe vom Lüfter eingeschaltet. Und ja, die ist ja, wie wir gesehen haben, hinter dem Kleiderschrank unten drin. Da haben wir unsere Heizung. Da mal reinschauen. Im Grunde ist die schön leise, also man hört nur so ein leichtes Geräusch und irgendwo muss ja auch die Luft herkommen, also sprich von der Ventilation und so. Was wir aber feststellen werden, wenn die gleich mal richtig hochfährt, jetzt hört man es vielleicht. So, und gleich geht es dann los, dass es klackert. Einerseits hört man, wie sie jetzt auf Touren kommt. Andererseits wieder spannend, was haben die da für ein Loch gebohrt? Und wieder irgendwas draufgepackt. Und ja, immer wenn die Heizung läuft, dann hört man ein Klackern. Und dieses Klackern kommt dann wohl von der Kraftstoffpumpe, weil das ist ja eine Dieselheizung. Und diese Dieselheizung, die holt sich natürlich aus dem Dieseltank ihr Kraftstoff, also nicht wie die Gasheizung, die das dann quasi aus der Flasche holt. Und dementsprechend gibt es dann halt leider ein andauerndes Klopfgeräusch, was dann halt da ist. Das ist auch nicht sonderlich gut gedämmt. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt nicht zu viel davon hört. Aber das ist halt doch recht auffällig. Also, aber ansonsten ist ganz gut, die Heizung funktioniert gut, wird gleich schön warm und auch, wie ich gesagt habe, das halt hier hinterm Bett eben Lüftungsrohre verlaufen, also auf dieser Seite und auch auf der anderen Seite. Demnach wird das halt ganz gut umspült mit Wärme, das ganze Auto. Und wir haben das ja auch so, das ist ja auch ganz spannend, wenn man hier anschaut, da ist ja auch ein Spalt. Nicht, weil dahinter jetzt die große Lüftungstechnik oder was sitzt, sondern sieht man einfach, wenn man da reinschaut, ein paar Hölzer. Ihr werdet es jetzt nicht sehen. Aber das ist halt auch ein Abstand, dass es so ein bisschen quasi luftumspült ist, dass halt dieser Möbelbau dadurch auch weniger, sag ich mal, schimmeln oder was auch immer kann. Das ist ganz positiv. Und auch bei der Küche haben wir ja diese eigentlich für die Pflege ganz gut gemachte Geschichte. Dahinter ist dann auch erkennbar, dass da zumindest ein bisschen Luft rundherum geht. Aber das geht jetzt nicht bis tiefer runter. Also das ist einfach nur vor diesem Fensterbereich. Ja, jetzt wahrscheinlich hört man es da drin noch besser, weil das Mikrofon jetzt in eine andere Richtung zeigt, aber so ein gewisses Klackern ist halt schon da, ne? Und das bleibt auch die ganze Zeit. Und dann werden wir auch gleich mal draußen schauen gehen, ob eben ja, der Kamin raucht oder ob man da nichts sieht.
So, was wir sehen, ist, dass die Trümmer arbeitet und dass sie Rauchwolken ausstößt. Also jetzt bei einer ganz neuen Heizung ist das vielleicht normal, weiß ich nicht. Aber es kursieren ja viele Videos, wo es immer heißt, das wäre ein Anwendungsfehler und man müsste mal ordentlich auslasten und so weiter. Aber wenn die neu ist, dann gehe ich mal davon aus, dass da noch keine Rückstände drin sind, die erst ausgebrannt werden müssen. Sondern dann ist das halt einfach so, dass der weiße Rauch da rauskommt. Und auch diese ganzen Überlegungen, ja, Dieselheizungen, die machen ja überhaupt gar keinen Gestank, ist halt auch nicht richtig. Ne? Es riecht nach Diesel und nicht zu wenig. Ich meine, die läuft jetzt natürlich im Prinzip dann ja auch nie Tag und Nacht, aber muss man halt einfach wissen. Ne? Und wenn eh am Campingplatz alle ihre Heizung laufen haben, dann ist halt auch die Frage, ob sie alle ihre Fenster aufhaben und riechen, dass da Diesel rauskommt. Nur, dass das nach nichts riecht und dass da kein Rauch kommt, also das wäre für mich jetzt eine Überraschung. Gut, hinten sehen wir noch zwei große Klappen an der einen oder an der anderen Seite für die Riesengarage. Schlüssel habe ich jetzt gerade nicht dabei. Da ist die Toilettenklappe. Hier ist die Servicebox, die haben wir offen. Das heißt, die können wir hier aufmachen. So, was ist da drin? Wer die Videos noch nicht gesehen hat, kennt es ja. Stromanschluss für Landstrom, von unten eingefädelt. Der komplette Notaus- oder nee, ganz Stromausstecker. So, Serviceklappe fürs Wasser, Frischwassereinfüllstutzen. Da hinten kommt noch der Filter rein fürs Wasser. Hier unten haben wir einmal den Ablauf fürs Frischwasser und einmal den Ablauf fürs Grauwasser drin. Ja, wie wir schon gesehen haben, ne, das ist gleich hier die Sitzgruppe, die halt da drunter ist, wie das Ganze halt gebaut ist. Das heißt, da haben wir die ganze Technik an einer Stelle verbaut, finde ich ganz positiv. Toilette ist ja eine normale Thetford, das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Hier haben wir dann eben den normalen Einstieg und da halt auch den Übergang zum Fahrzeug her. Schaut eigentlich alles ganz gut gemacht aus, wenn man sich das halt ansieht. Gut, hier diese Spiegel, wo ich sage, die kann man sicher hier irgendwie noch anpassen, wenn man das aufschraubt und da drin noch was verändert. Ja, VW T6.1. Blauen Probefahrtkennzeichen, dass wir das mal ausprobieren können. Also schaut natürlich gut aus, mit 5,90 Meter auch sehr, sehr kurz. Da haben wir halt dann eben das Licht mit dem entweder auf Dauerlicht, habe ich ja gesagt, oder mit dem Melder für Bewegung, dass es dann halt angehen kann. Die Rahmenfenster schaut halt irgendwie echt nett aus. Also super schön. Was man dann halt sieht, ne, Fahrwerk vom T6 ist natürlich das Fahrzeug insgesamt nicht so breit, daher geht das sehr in die Radkästen rein. Und das ist natürlich die Frage, ob das auch den sehr, sehr lauten Klang beim Fahren ausmacht, dann nehme ich euch ja nachher nochmal mit. Hier haben wir halt den Gaskasten, da passt eine Gasflasche rein. Man braucht ja auch nicht mehr, weil man nur damit kocht. Und hinten nochmal die Klappe zur Garage. Da schauen wir dann gleich auch nochmal rein. Das Heck, wer es noch nicht gesehen hat, ist so. Ja, oben die Rückfahrkamera, wenn es regnet, sofort mal Regentropfen dran. Schlecht zu sehen, hat keine Rückfahrlinien, keine Parkpiepser, nichts. Also sprich, ja, das ist halt einfach so, ne? Damit muss man halt klarkommen und das muss halt alles funktionieren. Jetzt holen wir uns mal eben hier den Schlüssel und schauen uns dann nochmal an, wie es mit der Heckgarage so funktioniert, während die Heizung da läuft und es hier drin schön warm macht. Gut. Ja, schauen wir mal. Ist ein bisschen schwergängig, aber dann kann man halt hier aufmachen, zack, Riesengarage, also da auch mit so Abstellmöglichkeiten an beiden Seiten offen, hier die Kurbel für die Markise hat er ja auch drauf, unten zur Schiene, da hinten noch eine Serviceklappe, wo es zum Wasserabsperren geht, beziehungsweise wo auch die Frostschutzsachen sind, hinten nochmal eine Servicegeschichte und ja, ganz gut gemacht. Da unten sammelt sich natürlich der Dreck drin, aber dafür hat man auch den Vorteil, dass es halt irgendwie schön da alles dazu passt. Ne? Hier kann man dann einfach wieder quasi zurückdrehen und dann ist zu und dann rausziehen. Ja, Gas können wir auch schnell reinschauen. Offen auf Gasflasche, also 5 Kilo Flasche mit Entlüftung.
Wir haben sie eben nicht gebraucht, deswegen ist sie zu und bleibt sie auch zu. Hebt man rein, also ist jetzt kein Lift und so, aber bei so einer Flasche glaube ich überhaupt gar kein Problem. So, zugemacht, reingesteckt, zurückgedreht, zu. Auf den anderen Seiten funktioniert das genauso. Die Aufbautür kann ich mit der Fernbedienung öffnen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, vielleicht habe ich mich nicht genug drum gekümmert, aber manchmal musste ich zweimal, manchmal musste ich dreimal drücken, dass sie halt auch wieder richtig mit zuging. Aber sonst super. Schön vom Einstieg her, also da kommt man auch gut rein ohne Stress. Vielleicht nehme ich euch jetzt nochmal kurz mit rauf aufs Dach, weil das ist auch ganz interessant zum Anschauen. Weil man geht ja davon aus, man kauft da so ein Fahrzeug, so Industriequalität, das machen halt die alle so mit Maschinen und perfekt und hin und her. Dann schaut man sich so das Dach an und denkt sich, naja, jetzt so ein paar Stellen schauen jetzt dann doch so und auch nach hinten hin, ja, nicht so ganz hundertprozentig aus, ne? Also das wollte ich euch noch gezeigt haben. So, ein paar Sachen wollte ich euch noch zeigen. Das eine ist beim Handbremshebel, dass der halt entsprechend in die Höhe steht und dadurch der Sitz halt so nicht gedreht werden kann. Man sieht das, glaube ich, auch schon. Ich glaube, hier hat schon mal einer versucht, das Ganze zu machen. Ich habe mir das ja vorher angeschaut, deswegen glaube ich nicht, dass wir das waren. Zu dieser ganzen Mechanik, das schauen wir uns nochmal eben an. Wenn man sich also das anschaut, hat man hier den Hebel. Den kann man halt nach hinten drücken und dann kann man das problemlos erledigen mit dem Drehen, wenn halt eben genügend Platz ist. Das heißt, du musst halt überlegen, ob der Sitz weiter nach vorne muss, ob er nach hinten muss, wie auch immer. Also da muss man aber ein bisschen aufpassen und schauen, dass halt nirgendwo irgendwas scheuert. Ich meine, das war jetzt halt nur der Gurt. Und wenn man dann sieht, dass man halt jetzt rumdreht, also ich habe ihn nach vorne gemacht, damit ich am Fenster oder an der Tür gut langkomme. Wenn ich jetzt sehe, ich komme halt hier gerade so rum bei dem anderen Sessel. Und das muss ich mir dann halt auch auf der anderen Seite anschauen. Und ja, so ist das Ganze halt gemacht mit der Drehkonsole. Hinten steht auch, habe ich schon gesagt, Agouti. Also eine Agouti-Drehkonsole. Ja. Wieder fest das Ganze und die Verstellung von Sitz dreht halt immer mit. Also alles gar kein Problem. Dann ist mir aufgefallen, dass das induktive Laden, was versprochen wurde oder was in dem Vensation Set dabei ist, irgendwie nicht funktioniert hat. Wenn man da reinschaut mit Licht, dann sieht man auch warum. Irgendwer hat da noch irgendwelche Schrauben reingelegt, die halt noch, ja, die vielleicht auch irgendwo fehlen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht genau wo. Und dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten. Also ist echt die Frage, ob das wirklich so vom Werk kommt. Schaut euch mal am Fahrersitz an, wie das ist. Dieses Teil hier, das ist halt irgendwie locker. Das hatten wir auch schon bei der Übergabe das Thema, als wir den zum Testen übernommen haben. Also das ja, wird die Werkstatt dann sicher fixen. Also wenn das so vom Hersteller kommt, ist das natürlich ein bisschen schade, ne? Weil da erwartest du ja eigentlich, dass das alles gut ist. Ganzen Tacho her vielleicht noch kurz erwähnt, ne? Also die analogen Anzeigen sind die einzigen, die man kriegen kann, auch wenn man grundsätzlich den T61, wenn man den auch grundsätzlich mit einem digitalen Cockpit bekommen kann, in dieser Konstellation geht das halt einfach nicht, also Knaus bietet das nicht an. Ansonsten hier das normale Navi-System. Ja, Lüftungen sind so gemacht, wie sie halt heute modern sind. Also man kann eigentlich das Lüftungssystem nur zumachen, indem man halt an eine Seite schiebt. Das steht auch oben drauf, wo halt die Null ist. Aber darunter gibt es jetzt also keine Regelung mehr, wo man halt die Luftmenge verstellen kann. Ist quasi miteinander kombiniert. Hier unten hat man schon gesehen, sind noch zwei USB. Hier die Automatik, die hat auch keinen Sportmodus oder so. Braucht man auch nicht. Also ist, glaube ich, nicht notwendig. Und man kann halt schon in den Einstellungen vom Fahrzeug kann man halt noch was auswählen mit Sport-Eco oder normal. Was das genau für Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur ein bisschen auf die Frage, wie die Automatik dann schaltet. Aber das ist ja kein Sportwagen, ne? Ist ja ein Reisewagen. Jo, hier sieht man nochmal das Thema mit dem Wasser. Also hier auf der Scheibe relativ wenig. Nach vorne wird es halt immer mehr. Einfach weil
die vorgesetzte Karosserie in etwa da endet. Ja, Schneefräse da im Hintergrund, zum Glück brauchen wir die im Moment nicht und haben wir sie auch noch nicht gebraucht. Hier sieht man die Halterungen, die Verschraubungen von den Magneten für eben das, was man halt vorne zur Verdunklung verwendet, dieses Faltplissé. Da ist ganz wichtig, die Magnete halten nach meiner Erfahrung nicht so wirklich gut, sondern da ist halt ganz wichtig, dass man halt hier oben einhängt. Also das ist auch so gedacht, das steht auch in der Anleitung, dass man im Prinzip hier oben und auch auf der rechten Seite halt einhängt und dann kann man auch schön wieder die Sonnenblende darüber machen und dann hält auch das Ganze nach oben hin ganz gut, dass man halt quasi blickdicht ist und dann eigentlich erst hier dran packen für den Magneten. Die Seitenscheiben, das ist ja kein Fixrollo oder was auch immer da eingebaut, sondern da klippt man einfach diese zwei Dinger, die ich schon gezeigt habe, die klippt man einfach hier an dem magnetischen Teil von der Tür fest. Dafür braucht man die auch nicht aufmachen oder so. Das geht an beiden Seiten wunderbar. Das verdunkelt auch super. Und ja, dann zeige ich vielleicht noch mal ganz kurz, wie man hier durchsteigt. Mit Schuhgröße 47 schaut so aus, dass man da so gerade eben nicht durchkommt. Zumindest mit den Schuhen nicht. Also muss man da so ein bisschen schauen. Und hier muss man auch sehen, das ist natürlich relativ eng und der Tisch steht auch so ein bisschen vor. Das heißt, wenn man von hier nach hinten steigen möchte in der Konstellation, jetzt ist der Sitz natürlich, der Beifahrersitz auch noch ganz hinten, da muss man einfach insofern gelenkig sein, als dass man einmal dadurch muss und zum anderen ist da auch schon die Höhe aus. Das heißt, wenn man da durch will, dann ein Bein vor das andere, ein bisschen quer dadurch. An dem Tisch entlang und schon ist die Sache erledigt und ansonsten kann man ja dann da auch wieder stehen. Was man jetzt so ein bisschen hört, das ist dann der Regen auf dem GFK da. Also es ist jetzt weniger, dass man sagen müsste, dass es jetzt nur oder lauter wäre bei den Dachfenstern. Das merkt man auch, das ist es eigentlich gar nicht. Und ja, aber das ist halt einfach so, ne? Wenn es regnet, dann macht es halt Geräusche. Gut. So, dann wollen wir mal eine Probefahrt machen. Es regnet nur noch ganz wenig draußen. Im Display sieht man schon, Verbrauch 9,1 Liter. Wir sind jetzt einige hundert Kilometer damit gefahren, aber jetzt keine wirkliche Langstrecke, hat sich ja bei dem Wetter nicht angeboten. Und daher ist das sicherlich nicht der endgültige Verbrauch. Den Crafter bzw. TGE, den wir gefahren sind, wo wir in Kroatien waren und wieder zurückgefahren sind und so weiter, da war der Verbrauch dann im Schnitt 9 Liter. Also sprich, ja, im Moment ziemlich ähnlich, aber ich glaube, der hier verbraucht noch ein bisschen weniger. Ja, dann wollen wir uns gleich mal anhören, wie das so ist mit den Geräuschen. Also das ist jetzt einfach das Mikrofon von Fahrerseite her aufgenommen. Ich werde jetzt einfach ein bisschen fahren und dann hört ihr das gleich, was da los ist. Gut, auf geht's. Also das eine, was man hört, ist dann halt immer mal wieder die Duschtrennwand oder die mehreren Trennwände, wie man gerade hört. Ich habe zwar jetzt was davor oder daneben gestellt, aber die klappern ordentlich, sind aber ganz normal befestigt. Das, was man jetzt schon hört bei wenigen km/h, wie laut eigentlich von hinten die Spritzwassergeräusche sind. Ich habe euch auch versprochen, den Motor mal hörbar zu machen. Das ist so, wenn man ganz normal beschleunigt. Ja, also hört man, glaube ich, ganz gut, ne, mit dem Wasser.
hier mal so ein kleiner Blick auf die Rückfahrkamera. Da sieht man, dass man irgendwie wenig bis nichts sieht. Einfach weil die Regentropfen an der Kamera halt hinten runterhängen. Also das heißt, wenn man jetzt rückwärts fährt, dann ist das irgendwie nicht so wirklich hundertprozentig. Aber ja, kann man wohl nichts machen. Kleiner Rütteltest. Übermotorisiert ist er mit seinen 150 PS sicherlich nicht. Und was man da von hinten an Geräuschen hört, das ist auch nicht ganz ohne. Trotzdem macht es Spaß, damit zu fahren. Dann machen wir jetzt noch einen kleinen Test und fahren mal erstmal auf die Bundesstraße, die B70. Und dann fahren wir ein Stück auf die Autobahn, inklusive Bergauf-Etappe, auf die Pack. Jetzt erstmal auf die Bundesstraße.
sieht man wunderbar, wie der adaptive Tempomat seine Arbeit macht. Funktioniert wirklich einwandfrei und sorgt dafür, dass man ziemlich stressfrei fahren kann mit dem Auto. So, jetzt geht es dann gleich auf den Autobahnzubringer und dann fahren wir gleich mal in Richtung Pack, also sprich auf den Berg. Schauen, was hier noch ist. Aha, da kennt sich halt einer nicht aus, wo er hin möchte. Fährt noch eine Runde? Okay, gut. Wollen wir schauen. Übrigens nicht wundern, dass da im Display in der Mitte unten dieses Ausrufezeichen steht. Der Wagen zeigt immer wieder an, Rückfahrlicht rechts, Bremslicht rechts, drittes Bremslicht, sei zu überprüfen. Haben wir aber vor der Fahrt überprüft, ist alles in Ordnung. Also scheint es halt irgendwie nur ein Elektronikproblem zu geben, dass da immer wieder Fehlermeldungen angezeigt werden. So, dann fahren wir mal auf die A2 in Richtung Klagenfurt und da geht es dann gleich mal den Berg rauf.
jetzt andersrum wieder auf die Autobahn rauf, Weg zurück, bergab. Mal schauen, wie sich das so antut. Da wird es sicher noch etwas angenehmer sein vom Motor her, von den sonstigen Geräuschen. Ja, es regnet halt. Kann man nichts dran ändern. Ne? Sieht man schön, wie alles beleuchtet ist. Also das ist ja noch das in Anführungsstrichen alte Lenkrad. Da sind keine Touchflächen drauf, das sind alles ganz normale zu drückende Schalter. Also sehr angenehm, sofort zum Finden, gut zu identifizieren. Auch das Navi ist ja im Prinzip nicht das der aller neuesten Generation. Da haben wir noch zwei Drehknöpfe. Also links das für die Lautstärke, rechts das zum Beispiel für den Kartenzoom. Darunter die manuelle Klimaanlage, auch alles ganz normal zum Anfassen und zum Drehen. Also wirklich von der Ergonomie super. So wie VW das dann hoffentlich auch bald wieder bei den neuen Modellen macht, weil das Lenkrad mit Touch und ja, die ganzen Steuerungen, Lautstärke, oder eben auch Temperatur und so weiter mit Touchflächen. Zumal auch noch unbeleuchtet. Das ist sicherlich nicht optimal. So, schauen wir mal, wie es jetzt aus dem Tunnel rausgeht. Und dann kommt auch gleich schon wieder die Baustelle. Bergab und auf Gefällestrecken hat man dann schön den siebten Gang vom DSG. 100 bei knapp 1850 Umdrehungen etwa. Die Automatik vom Scheibenwischer funktioniert auch super, so wie man es haben möchte, stellt man es halt ein, von der Geschwindigkeit macht er optimal. Ebenso hat er das Licht immer gut zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet und wieder ausgeschaltet.
Also diese ganzen Funktionen, die sind schon, wie auch im normalen Auto gewohnt, eigentlich sehr, sehr gut. Wird ja ab und zu geschrieben, dass in den Transportern die Funktionalitäten von den Assistenten nicht so gut sein sollen. Das könnte ich jetzt nicht sagen. Dazu kommt außerdem dadurch, dass man ja hier etwas höher sitzt und auch hinter dem Rückspiegel die Sensoren angebracht sind, beziehungsweise die Kameras auch für zum Beispiel den Fernlichtassistenten, funktioniert das eigentlich besser als bei einem neuen, normalen, flachen PKW. Es ist zum Beispiel oft so, dass in Österreich als Mitteltrennwand diese Betonwände, die man hier auch sieht, verbaut sind. Wenn man da im Auto sitzt und relativ flach ist, also im normalen PKW, dann wird viel öfters das Fernlicht eingeschaltet gelassen, weil man einfach die Scheinwerfer der entgegenkommenden Fahrzeuge gar nicht sieht. Das ist natürlich insbesondere für die LKW-Fahrer dann ziemlich nervig, weil die dann immer aufblenden, damit halt die Lichtautomatik quasi versteht, da ist ja jemand, der sich jetzt geblendet fühlt. Hängt natürlich auch oft damit zusammen, dass bei den LKWs die Leuchten, die halt oben sind, diese Art Positionsleuchten am Fahrerhaus, die sind oft nicht besonders hell. Und dann kann halt die Lichtautomatik auch nichts erkennen, dass da halt irgendwas ist, weil die Hauptscheinwerfer einfach nicht gesehen werden. Das ist bei solchen Fahrzeugen wie dem hier, also auf dem T5, T6, T6.1, aber noch bei den noch höheren, beim Sprinter und beim Crafter und so weiter, natürlich noch besser, weil da einfach viel höher gesehen wird, wo halt ein Licht entgegenkommend ist. Also das ist sehr positiv. Ja, aber sonst eigentlich sehr gut. Auch jetzt sieht man, dass er schön einbremst, weil er vor uns halt langsamer fährt, was eh richtig ist, weil hier ja nur 80 ist. Also das funktioniert einwandfrei. So ein richtiges Reisewetter ist das ja eigentlich, ne? Weil an den Tagen, wo es regnet, fährt man ja weiter oder woanders hin oder überlegt sich, irgendwo hinzufahren. Und dafür ist die Geräuschkulisse jetzt ganz schön laut. Also nicht nur der Regen, der auf die Scheiben prasselt, sondern einfach auch gerade von hinten dieses extrem laute Geräusch, wenn das Wasser halt durch die Radkästen irgendwo an die Karosserie wieder dran spritzt. Ist ein bisschen schade, weil das war selbst beim Kastenwagen deutlich leiser. Und das ist jetzt so die, denke ich mal, optimale Reisegeschwindigkeit. So 100 Stundenkilometer kommt man ganz entspannt eigentlich überall hin. Und ja, wenn man die Strecke mit einem normalen Auto fährt, hört man eigentlich viel, viel weniger. Nichts wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber doch deutlich entspannter, weil wenn man sich jetzt auch unterhalten möchte, nicht so wirklich gut möglich. Da muss man schon fast erschreien, damit das Ganze funktioniert. Bisschen schade eigentlich. Immer noch dran denken, Auto kostet fast 110.000 Euro und hat einen Aufbau mit einem Boden, einer Isolierung 4 cm, an den Wänden auch entsprechend und das Dach. Also da hätte ich mir doch etwas mehr erwartet. Muss man mal schauen, wie man das quasi auf andere Art und Weise hinbekommen würde, wenn man das Fahrzeug verwendet, damit es nicht ganz so laut ist, dass man mehr Geräuschkomfort hat beim Fahren, auch bei schlechtem Wetter. Wobei diese Abrollgeräusche ist natürlich bei Regen extrem, aber die sind auch bei trockener Fahrbahn da. Das heißt, man wird da von doch überraschend lautem Geräusch aus dem Hinterwagen dann immer wieder sehr stark gestört und beeinträchtigt.